So, das Truglaer Fotoshooting geht natürlich weiter. Wir sind in der nächsten Location. Wunderschön, ja. Wunderschöne Location. Alles herrlich. Wir sind am Heistadl drum. Am Uhren Heifeln drum. Am Heuboden drum wird gejodelt. Da drüben wird schon richtig hart gearbeitet. Das sollte man ganz kurz einfangen. Ja, schaut's mal. Ah, wunderschön, gell? It's unbelievable. Ja, was wir damit sagen wollen, wir arbeiten ganz hart weiter. Auf geht's, Fotoshooting Teil 4. 3, 2, 1, go! An der Todeswand, da stehen solche rostige Nägel raus. Ein Roy da hinten sieht man, haben wir. Da rennst du einen Meter tief runter da. Ein Sprung, ein Höllensprung ist das da hinten. Da sind dann da so Maschinen, die dann alles zerhetzen. Die nennen es das Todessilo. Und den anderen geht es auch nicht recht gut. Also. Ich hab gesagt, da oben sind Katzen, da unten sind Rapsen. Hier sind wir wieder. Neben mir, das ist er. Darf ich euch vorstellen, das ist der Fichte. Das ist der Mann, Servus. Der hier für die Fotos zuständig ist und der diese ganze Scheiße hier aufgezogen hat. Er versucht's. Ja, Fichte, wie schaut's aus? Ein kurzer Kommentar zu dem ganzen Ablauf dieses wirklich wahrscheinlich saugöden Fotoshootings. Ich fand's wirklich schnell diesmal im Vergleich zum letzten Mal, oder? Fotoshootings sind auch immer total spannend für die Bands, habe ich immer so das Gefühl, die sind total hibbelig, man kriegt sie kaum gebändigt. Aber ich fand's eigentlich recht flüssig. Oh. Ja! flüssig kann man jetzt in meiner Zweierlei hinsichten. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das Fotoshooting war flüssig. Ich finde, schöner kann man den ganzen Tag nicht zusammenfassen. Ja. Die Truglaer Buben sagen riesengroßes Dankeschön. Dankeschön, ja. Und, Thank you.